Willkommen beim Sub-Syndicate. Wenn ihr produziert, habt ihr bestimmt schon mal ADSR gehört oder auch Envelope oder ENV auf eurem Synthesizer oder in eurer DAW gelesen. Doch wofür ist das gut und wie kann man das Ganze meistern? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Die Hüllkurve oder auf Englisch Envelope von unserem Sound ist der zeitliche Verlauf der Lautstärke. Und in Ableton zum Beispiel werden die meisten Audiospuren, wenn man weiter rauszoomt, als genau so eine Hüllkurve angezeigt. Wenn wir einen Sound nachstellen, wie zum Beispiel mit einem Synthesizer, dann stehen ADSR für die wichtigsten Phasen dieses zeitlichen Lautstärkeverlaufs. Die ADSR-Kurve kann aber logischerweise auch auf ganz viele andere Parameter, wie zum Beispiel Pitch, Filter und so weiter, gelegt werden. ADSR steht für, und das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, Attack, Decay, Sustain und Release. Attack und Decay stehen dabei mehr für den Grundsound. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn man einen Schuss hat oder irgendwas, was mega explosiv ist, dann hat man eine kurze Attack-Zeit und eine kurze Decay-Zeit. Und wenn man etwas Anschwellendes hat, etwas, was lange braucht, wie zum Beispiel ein Raketenstart oder ein Chor, der lange eine Note hält, dann hat man eine lange Attack- und eine lange Decay-Zeit. Sustain und Release stehen dabei eben dafür, wenn man eine Note gedrückt hält und Release eben, wenn man die Note loslässt, wie sich das Ganze verhält. Man kann den Klang zum Beispiel, wenn man ihn lange gedrückt hält, lauter spielen oder leiser, und somit ist Sustain der einzige Wert, der hier nicht zeitbasiert ist, sondern tatsächlich lautstärkebasiert. Release ist dann eben, wie lange es braucht, bis der Klang abgeklungen ist. Cool, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der Synthese an. Da ist das sowieso wesentlich leichter zu lernen, meiner Meinung nach. Und da habe ich mir den Synth ausgesucht, wo man das meiner Meinung nach am besten sehen kann. Es gibt natürlich auch andere, bei Arturia ist es ähnlich. Was man hier halt so cool sehen kann, ist, wenn man auf die Envelopes hier unten links schaut. Wie gesagt, Envelope 1 oder Hüllkurve 1 ist immer automatisch auf die Lautstärke gelegt, und wenn wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen anschaulicher dahin ziehen, ne, das war jetzt sehr digital, so die Hüllkurve, wie Sie das haben, dann sehen wir wirklich an diesem hellen Punkt genau, wo wir an dieser Hüllkurve gerade sind. Ne, wir sehen gerade, wie das sozusagen, während wir die Note halten, von dem höchsten Punkt runter zu diesem Sustain-Punkt schlägt und da dann wartet, wirklich am Ende des Sustain-Punkts, bis ich die Taste loslasse und dann wirklich abfadet. Ja, ich habe hier mal direkt ein paar Noten vorbereitet und habe überlegt, wir können jetzt an der Stelle mal so einen Arp-Sound, also einen sehr pluckigen Sound machen. Pluckig heißt einfach in dieser Musiksprache, dass er eben sehr, sehr perkussiv vorne ist. Das heißt, wir müssen die Attack direkt mal vorne wieder kurz ziehen, so kurz wie möglich. Ich will ihn jetzt möglichst kurz haben, also drehe ich die Sustain runter und mache die Decay auch kurz. Und jetzt klingt er noch nicht so ganz so cool, auch ohne Filter. Ich kann auch die Sustain nochmal hochdrehen, dann seht ihr, wie das Ganze im Standard-Preset halt klingt. So hat der Sound gar keine Form von Ausdruck. Er ist super glatt und irgendwie wirkt er auch ganz schön laut. Wir möchten jetzt eher was Feines haben. Das heißt, wir lassen die Sustain unten und so klingt er immer noch ein bisschen lang. Ich mache ihn noch kürzer, noch knackiger und dann legen wir mal einen Filter drauf. Das ist ja schon mal ganz cool. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal mit einem Filter anhören, dann wird es mega leise auf einmal und klingt eigentlich nur dumpf. Aber wie gesagt, Serum ist ja auch gerade dafür gemacht, dass man viel mit den Modulationen rumspielt. Und die üblichste Modulation, manche nennen das auch den Deadmau5-Sound, aber es ist eigentlich im Grunde einfach nur ein Plug-Sound, ist eben die zweite Envelope, die zweite Hüllkurve zu nehmen und diese auf den Cutoff zu legen. Wenn ich den jetzt zudrehe, dann seht ihr auch hier, wie so eine Bewegung stattfindet. Er geht erst auf und dann geht er wieder zu. Aber jetzt, wie gesagt, darf er nicht die ganze Zeit offen sein, sondern er muss sich genau wie auch die Envelope 1, muss er sich schließen. Und dafür drehen wir wieder dieses Sustain runter. Okay, okay, jetzt kommen wir dem Sound schon näher. Jetzt, glaube ich, erkennt ihr den auch schon. Und
Und genau so wurden schon tausende von Liedern geschrieben, mit genau dieser Art von Sound. Das Einzige, was man jetzt vielleicht noch machen müsste, ist eben die Unison ein bisschen zu erhöhen, damit er noch so ein bisschen breiter klingt. Aber das muss man gar nicht. Das ist, wie gesagt, eigener Geschmack. Und jetzt könnten wir, um den Sound einfach ein bisschen lebendiger zu machen, so ein bisschen die Attack und Decay von diesen ersten beiden Envelopes hin und her drehen und gucken, was ganz cool klingt. Ich lasse mal einfach laufen und wir checken das Ganze mal. Jetzt habt ihr gerade bei mir so ein bisschen so ein Knacken gehört. Das ist immer ein DAW-interner Fehler, der eben auch mit Hüllkurven zusammen passiert. Da müsst ihr eben aufpassen, dass keine eurer Hüllkurven direkt auf 0 steht. Auch beim Serum ist das, wie gesagt, mit drin, wenn man sie komplett auf 0 lässt. Das Knacken kam jetzt hier tatsächlich von der Release, die komplett auf 0 stand. Und ja, das sind einfach so Artefakte, die da passieren. Vielleicht hört ihr sie, vielleicht hört ihr sie nicht. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut, wenn man die Attack bei dem Filter manchmal auch so ein bisschen länger dreht. Wir können sie gerne mal so ganz unten lassen. Und mit der Decay steuern wir so ein bisschen so, ich sag mal, wie wir zum Drop hinkommen, ne? Das klingt so nach Verse, so alles ist geschlossen. Und dann, wenn, je weiter wir zum Drop hinkommen. Und mit der Attack können wir einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also kann man direkt schon sagen, die Hüllkurven steuern auch das Feeling sozusagen, das ihr in eurem Song verpackt. Das Einzige, was ich bei so einem Plug-Sound irgendwie unangebracht finde, ist wie gesagt Sustain oder Hold zu benutzen, denn wir möchten, dass der Sound schön kurz ist und der Hold-Parameter, wie gesagt, lässt den Filter einfach für eine gewisse Zeit offen. Für mich macht das den Sound immer irgendwo eindimensional und wenn man den wirklich laut haben möchte, kann man das auch mit Post-Processing machen oder so. Aber so ein Plug-Sound sollte eigentlich immer schön kurz und knackig sein. Für die Bassline möchte ich ganz gerne einen alten bzw. einen Hardware-Synth hernehmen. Dann nehme ich von Arturia den Mini-Moog. Der ist eben, was die Hüllkurve angeht, das komplette Gegenteil von diesem neuen visuellen Synth. Denn hier sehen wir, oder sehen wir eben nicht, die Hüllkurve, denn sie besteht nur aus drei Knöpfen, Attack, Decay und Sustain. Wo ist die Release, kann man sich fragen. Die Release war ein extra Knopf, den man hier unten hat. Der hieß dann eben auch Decay und man kann den dann eben, wie gesagt, mit dem extra Knopf hinzuschalten. Ansonsten ist der Sound halt mega kurz. Und das gleiche jetzt nochmal mit einer langen Release-Zeit oder Decay-Zeit in dem Fall. Das könnte man jetzt ein bisschen umständlich nennen, ist aber eigentlich nicht weiter ein Problem, denn der Synth ist sowieso monophon, also spielt immer nur eine Stimme gleichzeitig und von daher kommen sich die Noten da gar nicht groß in die Quere. Ja, ich habe die Bassnoten hier schon mal liegen und ich lasse die beiden Synth-Spuren mal zusammen laufen. Das Standard-Preset von dem Mini-Moog ist schon super, 3-Osc, also 3 Oszillatoren. Der hat das hier schon direkt so eingestellt und man sieht hier unten an der Loudness-Kontur, dass der Sustain komplett offen ist. Das heißt, wenn die Note gehalten wird, bleibt sie immer gleich laut. Die Attack-Zeit ist maximal kurz und die Decay-Zeit spielt hier sowieso keine Rolle, denn bei mir gehen alle Noten direkt ineinander über. Und direkt darüber liegt dann der Filter. Und die Menge der Hüllkurve steuern wir hier mit diesem Knopf Amount of Contour. Das ist ein Knopf, auf den ich auch an eurer Stelle sehr viel achten würde, gerade bei diesem Melodic Sound, denn der kann sehr viel Lebendigkeit aus dem Synth rausholen. Meistens lässt man ihn lieber mit einer flachen Filter-Envelope starten. Na, jetzt ist er sehr versteckt. Und wenn ich die jetzt aufdrehe, dann kommt der auf einmal nach vorne.
Also ich steuere das gar nicht hier groß mit der Resonanz, wie man das vielleicht denken würde, sondern alles nur mit der Menge an Hüllkurve, die auf den Filter gelegt wird. Für mich persönlich einer der wichtigsten Buttons. Bei Serum tue ich mich da immer ein bisschen schwer, weil man das, wie gesagt, hier so drauflegt auf die Modulation. Da muss man dann in die Matrix-Sektion gehen und muss hier sozusagen einen Makro legen und muss dann diesen Makro automatisieren hier unten. Also in meinen Augen tausendmal umständlicher, auch wenn es eben ein neuer Synth ist. Hier sind aber genau die gleichen Parameter wichtig wie auch bei dem Serum Plug Sound, also Attack, Decay und vielleicht kommt hier noch die Cutoff-Frequenz noch ein bisschen mehr dazu und vor allem, wie gesagt, Amount of Contour. Ganz, ganz wichtiges Ding. Ich lasse einfach mal laufen und jam so ein bisschen. Ihr merkt schon, man kann mit der Hüllkurve sehr, sehr viel jammen, vor allem Attack, Decay und eben der Cutoff-Zeit. Am geilsten finde ich aber vor allem, wenn man beides zusammen sofort steuern kann. Also natürlich Hands-on ist natürlich ein geiles Erlebnis, wenn man Hardware hat. Also wie man sehen kann, eins der wichtigsten Parameter in unserem Synth, denn damit können wir steuern, wie knackig oder wie episch unser Sound wirken soll. Ein nicht unerheblicher Teil unseres Sounddesigns. Ja, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da und check auf jeden Fall die anderen Videos in unserer Producer ABC Playlist. Mir hat es super gefallen, euch das zu zeigen. Probiert es gerne mal aus und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, stay creative!